Wir stehen jetzt in der Rezession. Sie geben mit 20 Millionen die Initialzündung zur Gründung der Stiftung Schweizer Musikinsel Rheinau. Was motiviert Sie dazu? Aber in der Rezession müssen Sie das machen. Wenn es schlecht geht, das Leben geht weiter. Es ist so, das ist jetzt aktuell. Das Kloster Rheinau muss restauriert werden, renoviert werden. Das hätte man nie machen können, weil man nicht gewusst hat, wer das nutzen kann. Und wo vor ein paar Jahren die Initianten, das ist ein Jeunesse Musical, das ist eine Vereinigung, eine internationale Vereinigung, wo sich mit der Musik befasst, wo sagt, wir suchen dringend ein Zentrum, wo man kann sich zurückziehen kann. Dorfverein, Orchester, dann Blasmusiker, Jodlerclub, was es ist, bevor sie Auftritt haben, bevor sie ins Konzert gehen, sich ein paar Tage zurückziehen können in ein Internat, das fehlt uns einfach. Und das Rheinau hat das. Es hat einen Haufen Zellen von den Mönchen. Das gibt Schlafzimmer. Genau wie sie sind. Einfach Zweierzimmer mit einer kleinen Dusche und einem WC. Das ist die Übernachtung. Dann hat es Übungsräume. So ein Kloster hat viele Übungsräume, etwa 20 Räume, die relativ gross sind, wo man üben kann, wo man Konzerte machen kann, wo man einrichten kann für diesen Zweck. Aber es braucht einen Träger. Und es braucht einen, der organisiert. Das ist nämlich ein Unternehmen. Mit 133 Betten so etwas betreiben, das ganze Jahr durch. Und dann haben wir es noch kombinieren mit der Hauswirtschaftsschule vom Kanton. Dann macht man auch die Mieten tragen. Und jetzt habe ich gesagt, mal für das stand ich an. Gewinnbringend ist das nicht. Also darum eine Stiftung ist eine gemeinnützige Sache. Aber Sie übernehmen das Präsidium von dem Ganzen. Ja. Wo sehen Sie denn konkret jetzt Ihre Funktion? Also zuerst bin ich der Stifter. Muss auch die 20 Millionen einbringen. Und zweitens der Präsident von dieser Stiftung. Und das heisst auch, wir betreiben das Zentrum. Jetzt müssen wir es aufbauen. Es braucht also eine entsprechende Organisation. Es braucht einen Chef, der dann das macht. Und der muss nicht von der Musik kommen, sondern der kommt von der Seite vom Hotelierbereich, kann man eigentlich sagen. Dass der einen rechten Betreiber von dem Hotel anbringt und so weiter. Alles das. Und da habe ich die Oberleitung. Weil ich gebe ja schliesslich auch das Geld und darum muss das auch meine Arbeit sein. Und ich bin ja industriell, ich weiss, wie man ein Unternehmen gründet. Also Sie können sich da unternehmerisch voll entfalten? Ja gut, ich werde nicht 100% nur das machen, das ist ja klar, weil ich bin ja nicht von dem Fach. Es ist eigentlich wie der Verwaltungsratspräsident von einer Firma, die dafür sorgt, dass es gemacht wird. Oder? Jetzt, was verbindet Sie konkret mit der Musik? Also ich bin ein grosser Musikliebhaber und etwas, was man natürlich nicht gewusst hat, ist, dass ich das ganze Leben viel Musik unterstützt habe. Nämlich auch im Kanton Graubünden, das ist ja das grösste Unternehmen. Der Oper. Ah, jawohl, Oper. Ich habe Operaaufführungen gesponsert. Wo Sie sogar aufgebaut. Mal selber auftreten sind ja, auf gut. Der Bühne und mitgemacht haben. Ja, jawohl, und in der... Wir haben in der Werkhalle haben wir zum Beispiel Königsmesse aufgeführt von Mozart. Also ich habe viel mit der Musik gesucht und unterstützt, aber wir haben das nie bekannt oder an die grosse Glocke gehängt, weil es ja nicht nötig war. Wichtig ist, dass es bekannt wird. Da jetzt müssen den Stifter bekannt geben und auch den Namen von dem, der dafür sorgt, dass es aufgebaut wird. Sonst hat man ja kein Vertrauen, weiss man ja gar nicht, wer das ist. Und ich bin selber ein grosser Musikliebhaber. Ich fange den Tag auch in der Regel an. Mit Musik, mit Mozart, mit Haydn, jetzt auch Mendelssohn. Gerade im Moment, weil ja Mendelssohn-Jahr ist. Also, ich freue mich, weil das ist eine ideale Symbiose da. Kloster, das muss unbedingt jetzt gemacht werden, sonst verkehrt es. Zweitens, auf dieser Grundlage, Musik passt gut zum Kloster. In Verbindung mit der Hauswirtschaftsschule, wir sagen dem Trübel-IRS, oder? Das gibt Sinn und das merkt man, das passt zusammen. Und jetzt muss man es auch noch richtig machen. Christoph Blocher, als Mozart-Liebhaber wird man auch einmal eine Open-Air-Aufführung von Mozart, eine gute Oper, schauen können. Vielleicht. Da hat sich alles weiterentwickelt. Zuerst müssen wir es jetzt bescheidener schauen, dass das Musikzentrum betrieben werden kann. Aber alles andere ist natürlich möglich. Da merkt man jetzt schon, das lässt sich weiterentwickeln.
Es kribbelt. Wie sieht der Zeithorizont aus? Also, bis es fertig renoviert ist, ist es Mitte 2013. Aber wir fangen jetzt dann sofort an mit dem Musikzentrum. Aber das ist noch mobil, an kleinen Orten. Für leerstehende Schulen zum Beispiel, in den Sommerferien oder Gebäulichkeiten, die man sonst benutzen kann. Damit, wenn wir hier anfangen, dass wir schon eine Erfahrung haben und einen Grundstock haben und dann eigentlich nur noch hier pflanzen können. Und ich möchte eigentlich gerade von Anfang an voll ausgelastet sein. Das ist natürlich, die Auslastung ist ganz wichtig, auch für den Kostenrahmen. Und wenn es ganz voll ausgelastet ist, wenn wir das fertig bringen, so ab 80% Auslastung, dann werden wir mit einer Stiftung von 20 Millionen gut durchkommen. Dann brauchen wir später nichts mehr. Wenn es weit runterfällt, dann wird es so gegen 20 Jahre ein bisschen knapp. Das klingt sehr vielversprechend, sehr gut. Besten Dank, Herr Bloch. Bitte.